Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und wir sind hier immer noch in Modul 27. Eine neue Woche ist angebrochen, ich habe 0 von 100 in der Währung, habe allerdings etliche Missionen vorher schon bekommen und angearbeitet, aber noch nicht abgegeben, das machen wir jetzt mal. Im Moment gibt es keine besonderen Vorkommnisse, die erwähnenswert sind, doch der Wildraum schläft nie. Ich schätze, Sie hätten es sich zweimal überlegen sollen, bevor Sie hierher gereist sind, um diesen Aboleten zu verehren. Aber das ist deren Angelegenheit. Dass dieses Ding Ihre Priester frisst, dürfte jedoch nicht Teil Ihres ursprünglichen Plans gewesen sein. In jedem Fall werden Sie sich für uns als hilfreiche Verbündete erweisen, wenn Prinzessin Xedali Sie zur Unterstützung ruft. Willkommen auf der Evolution abschließen. Hervorragend. Gute Arbeit. Ich werde dafür sorgen, dass Ihr eure Bezahlung erhaltet. Unglaublich. Was haltet ihr von diesen Perlen? Könnte der Abolet sie aus all den Rüstungen, die er frisst, produzieren? Keine schöne Vorstellung. Hier, nehmt einfach eure Belohnung. Und wir haben eine neue gelbe, der zeitlose Konflikt. Der uralte Krieg zwischen den Weltraumelfen und ihren Feinden im Weltraumorts hat sich vor kurzem auf den Schwefelplaneten Beisenach ausgeweitet. Dieser Konflikt scheint sich gerade etwas beruhigt zu haben. Und das wäre eine gute Gelegenheit für einen Versuch, Frieden zwischen den beiden Seiten zu stiften und sie für unseren kommenden Kampf zu rekrutieren. Flapjack kann mittels der Sternkarte einen Kurs auf Beisenach setzen, sobald ihr bereit seid. Womöglich könnte es euch gelingen, die Elfen zu überzeugen. Doch die Orks werden sich als weitaus halsstarriger erweisen. Viel Erfolg! Okay, und wiederholbare Mission. Ich will einen Landungstrupp hinuntersenden. Doch das ist nicht möglich, solange der Asteroid von Elitiden überrannt ist. Begebt euch darunter und tötet einige davon für mich. Es wird sich auch für euch lohnen. Und dieses Mal kommt eure Bezahlung direkt von mir. Jo, Vampirat. Die Vampiraten, die sich dort unten herumtreiben, können wir nicht auf der Oberfläche von Gavion landen, um Söldner zu retten. Ich will euch daher darum bitten, einige von ihnen zu beseitigen. Nur so wird es uns gelingen, die Söldner dort rauszuholen. Okay, Münzwurm. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Zombies auf der betrunkenen Tintenfisch wertvolle Medaillons bei sich tragen. Soweit ich weiß, hat Hira bereits einige davon für Beerdigungsrituale gesammelt. Doch sie wird nichts dagegen haben, wenn ich mir einige davon für mich selbst. Wenn ihr Interesse an einer kleinen Nebenbeschäftigung habt, dann holt mir einige dieser Medaillons. Ich werde auch dafür sorgen, dass es sich für euch lohnt. Alles klar. Das war aber noch nicht alles. Ich habe noch ein paar Missionen. Guten Tag. Auch wenn es mir nicht es ist stets interessant mitzuerleben, wie sich die Geschichte wiederholt. Kehrt nächste Woche wieder zu mir zurück. Und wir werden diese Geschichte neu erleben. Wenn Blick wow, wieder der wird nicht abgeschlossen. 25 zeigtianische Mark. Cool. Jetzt hat, glaube ich, noch der Flapjack was. Ihr habt euch im Kampf gegen das Imperium gut geschlagen. Geht nächste Woche wieder zu mir zurück und ich werde neue Aufträge für euch haben. Weitere Wünsche. Ich kann spüren, dass ihr Gefühle empfindet. Es ist also vollbracht. Münzen und Kleinode für euch. Nächste Woche werde ich noch mehr Arbeit für euch haben. Wirklich beeindruckende Ergebnisse. Ich verspüre weniger Qual, also müsst ihr erfolgreich gewesen sein. Oder die Leute sind gestorben. Doch ich bin ein Optimist. Es ist gut zu wissen, dass der Wildraub auf euch zählen kann. Hier ist eure... Jo, cool. So, wie weit bin ich jetzt? Schon fertig. Haha, 100 von 100. 50 Reiteaufwertungsmarken. Tittim. Jawollo. So, ich müsste jetzt gar nichts mehr machen, weil ich bin ja durch mit 100 von 100. Aber ich habe ja noch Missionen aufgenommen und auch eine gelbe kampagnenrelevante und drei wiederholbare. Die geben mir denn ja schon mal wieder Währung für die nächste Woche. Das sollte ich denn doch, glaube ich, einfach mal machen. So, Gabion erwartet mich. Die will noch nicht mit mir reden, das kommt wohl noch. Dann fliegen wir mal los. Ums Eck.
auf in den blauen Bereich. Ja, ihr seht auch gut aus hier. Ihr seht aus, als wärt ihr Vampiraten, ne? Ja, waren 5. Okay. Hallo, nicht weglaufen. Bleibt hier. Kuckuck. Nächste Gruppe steht da gleich im Dunkeln. Im Dunkeln ist gut munkeln. Alle weg. Okay. Dunkler Adler auf dunkler Flagge. Manchmal sieht man die Gegner ja gar nicht. Die hier fallen wieder leichter um. Es ist manchmal, manche Gegnerarten, da prügelt man sich wund. Bei anderen denkt man, mein Gott nochmal, die hauchst du nur an und dann sind sie weg. Seid ihr wieder 5? Ne, 6 glaube ich, seid ihr, oder? Ja, noch 4. Bin ich schon durch. So, 4. Gruppe. Hallo. Zählt ihr noch? Ja. Sehr gut. 9. Jawohl. Fertsch. Geil. Dann. Machen wir doch mal weiter. System ansehen. Zarboss. Dittem. Guten Tag. Selbe normal. Keine weitere Mission hier. 30 Illitiden umhauen. Also einfach nur Gegner. Ja, gut. Da kommen schon 2 Gruppen, könnten schon die ersten 10 sein, was? Haha, komm her, du, oh Gott, oh, weg. Du Schuft, du böser Porsche, auf den Boden mit dem Porschen. Knüppelt ihn nieder, knüppelt ihn, knüppeln reicht da nicht, knüppelt ihn. Ja, 11, immerhin, cool, Schatztruhe. 3 Silber, okay, bisschen Kupfer. Hallo, ihr Illitiden. Bisschen viel rot. Du bist weg. Hallo, ja. Hallo. Nee, dich will ich nicht. Na, okay. Ich wollte gerade sagen, diese mit diesen laufenden Gehirn will ich nicht haben, aber da waren auch laufende Gehirne. Alles laufende Gehirne hier. Tragen ihre Intelligenz auf 4 Beinen neben sich. Ja, komm her, ja. 3 noch. Fall um, jawohl. Fertig. Sehr gut. Und dann haben wir noch den Münzwurf auf Hightorn, Hythorn. Das Summer. Hier müssen wir Medaillons sammeln. Und das könnte nervig werden, weil nicht jeder so ein Medaillon bei sich trägt. Was haben die wohl verlegt? So, jede Menge Untote und nicht einer hat so ein Medaillon dabei gehabt. Pöse, pöse, pöse. Ja, komm, hier, ihr habt doch Medaillons dabei, oder? Ihr seid doch Medaillonträger. Oder seid ihr der, oder ist der Ringträger dabei? Auf dem Weg zum Vulkan? Medaillon? Medaillons, Medaillons. Bärte, Bärte, Steine, Medaillons. Nee. Nicht einer hat ein Medaillon dabei. Ihr vielleicht. Ach Gottchen, nee. Nein. Mano, muss ich irgendwas anderes noch machen? Ich muss einfach nur Medaillons von Betrunkenen. Das ist doof. Also Leute umhauen.
Die liegen hier nicht einfach rum, sondern die müssen die auch noch fallen lassen. Solche Missionen hasse ich. Weil im Zweifel muss ich dann 100 Leute umprügeln, um irgendwie 8 Medaillons zu haben oder so. Ich bin eine Massenvernichtungswaffe für 8 Medaillons? Nein, das ist doch nicht schön. Mann. Da ist eine Gruppe. Ja, auch noch so ein Dicker dabei. Der erste Mann. Nicht der bewegte Mann und nicht der dritte Mann. Das ist der erste Mann. Na gut. Aber kein Medaillon. Da ist eine Gruppe. Und ihr könntet mal... Ah, da liegt eins. Oh ja, ein Medaillon. Juhu. Mein erstes Medaillon. So, was macht ihr? Medaillon los. Nee, ist klar. Naja, wir gucken weiter. So, der fällt um, ihr fällt um. Da liegt ein Medaillon. Jawohl. Puh, zwei. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, was ist denn mit euch? Ihr steht hier so rum. Ihr bestellt doch nicht abgeholt oder wartet ihr auf den Bus oder so? Roten Flächen weiche ich besser aus. Ja, auch du. Und kein Medaillon. Na toll. Toll, 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 toll. Bleiben wir hier im blauen Bereich. Entschuldigen Sie, ist das Shibab Shishi? Haben Sie ein Medaillon, meine ich natürlich? Ja, danke. Drei. Drei. Nicht wirklich. Doch, da. Ha! Hälfte. Pff. Halbzeit! Trikottausch! Scheiße, Mann. Verloren. Ja, da liegt eins. Sehr gut. Jetzt läuft's, jetzt läuft's. Wenn in jeder Gruppe eins ist, will ich ja gar nicht meckern, aber einfach so zig Gruppen umnageln, ohne dass irgendwas passiert, das ist nervig. Nervig! Nervig! Jo, so ist okay, so läuft's. So läuft das. Eins noch, eins noch. Hüpf, hüpf. Keiner respawnt doch da. So, meine Damen und Herren. Das war's. Sehr cool. Sehr cool. Jetzt haben wir nur noch die kampagnenrelevante Mission, der zeitlose Konflikt. Also, Wegweiser. Bützonow. Wir müssen ja immer noch Unterstützung von den einzelnen Planeten abholen. Dazu muss man meistens mindestens zwei Missionen gemacht haben, um die Parteien für sich zu begeistern. Was macht ihr denn hier? Bogenschießen. Und, triffst du was? Jetzt der andere. Naja, gut. Okay. So, guten Tag. Wir haben diese Orks durch das Multiversum gejagt, während sie nach Herrschaft über andere streben. Diese unsäglichen Kreaturen werden vor nichts Halt machen, um jeden Planeten auszuplündern, den sie entdecken und dessen Bevölkerung zu unterjochen. Ihr seid kein Weltraum-Ork, so viel steht fest. Seid ihr gekommen, um euch dem Kampf gegen unseren uralten Feind anzuschließen? Oder vielleicht wollt ihr nur dabei zusehen?
Manche Leute sollen an derlei Dingen ja Gefallen finden. Der Krieg war zuletzt in einer ruhigen Phase, aber wir sind sicher, dass die Weltraum-Orks irgendetwas aushecken. Friede, sagt ihr? Ich halte es für mehr als zweifelhaft, dass die Weltraum-Orks dazu in der Lage wären. Ich würde sie jedoch nicht abweisen, wenn sie ein Interesse daran zeigen würden, ihre Feindseligkeiten einzustellen. Aber wie gesagt, ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Weltraum-Orks kennen nichts anderes als die Schlacht. Alles klar, jetzt haben wir so nett gequatscht. Und ich bin trotzdem ein Schock, ich muss dich klauen. Ich habe diese britzelnde Truhe die ganze Zeit gesehen. Vielen Dank. Ich habe blaue Gebiete. Okay. So, also hier liegt nichts rum irgendwie. Obwohl ich in so einem blauen Gebiet bin. Das beginnt wahrscheinlich außerhalb des Lagers. So, wie sieht das aus, was ich sammeln muss? Man weiß das ja immer nicht. Wenn man irgendwie anfängt, dann... Das britzelt, okay. Ah, da britzelt es auch, okay. Also die Leichen, die hier liegen, sind wichtig. Und dann noch irgendwie so andere, ja, was auch immer. Pilze, keine Ahnung. Das kann ja lustig werden. Da britzelt's. Oh Gott, die sieht man auch erst direkt, wenn man davor steht. Warum muss das immer so braun-rot auf braun-rot sein? Mano. Gut, aber gar keine Gegner da. Entweder hat die einer umgehauen oder... Die haben sich versteckt, weil ich komme. Vielleicht rieche ich wieder streng. Ich sollte mal wieder duschen oder so. Keine Ahnung. Hier ist nix. Fuck. Okay. Oh, eine Küste. Ja, sehr gut. 3 Silber, 20 Kupfer. Okay. Leiche. Aber keine Pilze. Keine Pilze, keine Kekse. Das ist kaum gesehen, ey, dieses Britzeln. Mann, Mann, Mann. Da sind wieder Leichen. Kalüngel, Kadüngel. Da britzelt es wieder so ein bisschen. Alter, ist das schwer zu sehen. Okay. Hier britzelt nix. Okay. Zack. Und nochmal so ein... Nee. Leiche ist jetzt weg. Na toll. Jetzt brauche ich nur noch diese Pilze, die man so gar nicht sieht. Da, oh mein Gott. Oben, unten, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, wo ich lang soll. Sieht doch alles gleich aus. Und es britzelt wieder nix. Mano. Da geht's hoch. Ja, Leichen werden ja genug. Aber ich brauche diese komischen Byzonov Corellonia Kristalle. Ne, da sind Orks, da will ich nicht hin. Muss ich die alle töten? Ich will die doch eigentlich alle bekehren und zufrieden bringen. Ich will hier Frieden stiften. Ach, das ist wieder ein Arcana-Paket. Nee. Gebt mir die Pilze. Jetzt bin ich wieder am Eingang. Also am Ausgang. Aber, Mann, oh. Könnt ihr nicht wieder respawned haben einfach, ihr Dinger? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Schwierig ist das. Schwierig. Diese Kampagne, dieses Mod hat echt so viele Aufgaben, einfach in einem blauen Bereich irgendwas machen. Ich mag das nicht. Ich mag das viel lieber, gehe genau zu dem Punkt, spreche genau mit dem oder haue genau dem da, der das große X über dem Kopf hat, aus mal Orks. Sie sind auch feindlich. Ich will euch zwar befrieden, aber ihr seid feindlich. Das will ich nicht. Nee, das war nur das Paket. Das ist doch dumm. Die sieht man so schwer. Vielleicht muss ich meine Bewegungsrate noch runterschrauben, dass ich nicht an den Dingern zu schnell vorbeilaufe, damit das Spiel eine Chance hat, zu britzeln, wenn ich vorbeigehe.
Könnt ihr nicht einfach wieder respawnen? Bitte, bitte. Einfach nur Britzel, Britzel hier, Britzel, Britzel da. Ah, Mann. Oh. Ich hab's nicht mal gesehen, dass es gebritzelt hat. Ich stand aber auf einmal drin. Na toll. So, nun? Dahin. Ah ja, gesegneten Kristall holen. Okay. Dann holen wir den gesegneten Kristall. Ich hoffe, sie werden ihn mir einfach so aushändigen. Also ich muss hier niemanden töten. Ich will ja Frieden stiften zwischen euch. Aber ihr seht so aus, als wenn ihr diesen Stein da bewacht. Darf ich es einfach nehmen? Nein, darf ich nicht. Ne? Och Mann, oh. Tut mir leid. Ihr habt es nicht anders gewollt. So, Mann. Flup. Na. So, Kristall. Hä? Blutungsschaden. Oh, die haben mich vergiftet, die Schweine. Ich verblute. Darf ich jetzt klicken? Ja, danke. Mann. Okay. Jetzt muss ich darüber. Das Geschenk platzieren. Okay, ich platziere. Also ich finde das zwar toll, dass jeder Planet einzigartig ist, aber so die Farbwelt ist wirklich so immer Farbe in Farbe. Sie sieht alles gleich aus. Wo muss ich lang? Wo platziere ich das? Ach da. Direkt vorm Zelt. Na okay. Fluppdiwupp, rubbeldidupp. Was habe ich gebaut? Ah ja. Naja. Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Fertig. Im Moment gibt es nichts bei Corellon. Wenn ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte, dann würde ich es gewiss nicht glauben. Die Weltraum-Orks haben uns einen gesegneten Kristall von Corellon zusammen mit seltenen Corellonia und Salvia-Blumen ausgehändigt. Allein schon der Kristall war über ein Zeitalter in ihrem Besitz und all unsere Bemühungen, ihn zurückzuholen, waren vergebens. Und nun haben sie ihn einfach als ein Zeichen ihres guten Willens abgegeben? Doch ich bin kein Narr. Ich werde hierbei größte Vorsicht walten lassen, denn die Weltraum-Orks sind für ihre schmutzigen Tricks berüchtigt. Okay, 15 Weltraum-Dublonen. Ja, immerhin. Cool. Ungeschliffen. Da ihr ja nicht zu uns gehört, habe ich eine besondere Aufgabe für euch. Während die Weltraum-Orks zwar feindselig sind, würden sie euch als einen Boten des guten Willens nicht attackieren. Sammelt einige ihrer Waffen auf dem Schlachtfeld und bringt sie zu ihrem Anführer. Das würde sicher als ein Geschenk angesehen werden. Sie wissen, dass wir keine schmutzigen Tricks verwenden. Dieses Friedensangebot sollte daher auch nicht ihren Argwohn erregen. Mit etwas Glück wird sogar ihr Anführer mit euch reden. Alles klar, okay. Dann gucken wir mal. Ork-Ausrüstung bestimmt wieder bei den toten Orks oder bei den Orks. Oder bei beiden. Auf jeden Fall wieder ein blauer Bereich. Na toll. Bin gleich da. Auf der anderen Seite. So. Ja, komm dann. Egal, ich wollte Frieden stiften. Aber ihr wollt sterben. So, okay, ihr lasst hier so nichts fallen. Das ist schon mal du. Ach, das ist... Oh Gott. Diese kleinen, britzelnden Dinger. Wie gut, dass es nicht groß und deutlich mit blinkendem Pfeil ist, damit ich es auch ja übersehe. Scheiße. Mann. Da wieder so ein ganz kleines Ding. Was ich nur nehmen kann, wenn ich wieder jeden töte, der davor steht. Ist klar. Gut. Heißt das, bei jeder Ork-Truppe ist so ein Ding? Das wäre dann wieder gut, weil die sehe ich. Aber da sehe ich jetzt doch, da am Rand ist auch wieder was. Okay, cool. Aua. Hör auf mich zu treten. Alter, hat mich angesprungen. Anspucken und anspringen geht beides nicht. Ey, Mann. Okay. Ich habe wieder diesen Blutungsschaden. Ich kann wieder nichts anklicken. Mann, oh. So. Ah, noch nicht wieder zurückgespawnt, aber das Teil liegt da. Cool. Ork-Ausrüstung.
sind so kleine Teilchen, da fliege ich ja erst recht an vorbei. Ja, komm. Einmal kurz anhitten, ihr kommt mir hinterher, hoffe ich. Ja, sehr gut. Hörst du auf, deinen Heiltrank zu trinken? Alter, du auch? Da war da irgendwas. Da, oh Gott. Kleine Keule oder was. Was auch immer. Okay. Die hatten hier so ein Schild. Ein noch. Sehe ich nichts. Ah, jetzt haben sie mich gesehen. Doof, doof. Doof, 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 doof. Und die andere Gruppe kommt natürlich auch. Klar. Voll um. Bum, bum. Das war's. So, da ist wieder so eine Keule oder Hammer oder irgendwas. Aber ich blute schon wieder. Verdammte Axt. Keule, meine ich. Okay, so. Jetzt da hoch. Na dann. Muss ich euch umhauen dafür? Ja, ihr wollt wieder was von mir, ne? Ist klar. Ich will euch ein Geschenk bringen und dafür muss ich euch töten. Das ist also eine geile Mission. Geile Mission. Lupp-di-dupp, rubbel-di-dupp, schnipp-schnapp. So, wo platziere ich das? Da. Ha. Flump. Oh, er kommt. Aha, okay. Ah ja, und er beamt sich weg. Jetzt soll ich mich mit Grummer treffen. Ja, Leiter, okay. Kann sie nur nicht anwählen. Hallo? Jetzt, meine Güte. Ui, guten Tag. Grummer, die astrale Geißel. Wir legen unsere Waffen nieder. Erstmal. Ich habe mich schon gefragt, warum die Elfen uns in letzter Zeit nicht angegriffen haben. Sie müssen wohl endlich bereit sein, sich uns zu ergeben. Wobei die Rückgabe unserer Waffen nicht wie Kapitulation anmutet. Ob sie wohl über einen Waffenstillstand verhandeln wollen? Haben die Elfen euch gesandt? Eine angemessene Bestattung. Es geht weiter und weiter mit den gelben Missionen, aber ich stoppe mal hier und sage, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn, tschüss.